Vor den Toren Philadelphias. Ein Samstagabend im August. Philadelphia Union spielt in einer halben Stunde gegen Chicago Fire. Traditionsduell in der Major League Soccer, MLS. Vor dem Stadion Militärfahrzeuge. Der Club ehrt an diesem Tag die US-Truppen. In Europa kaum vorstellbar. Daneben viele Aktionsstände. Die Stimmung aufgeregt, friedlich. Viele Fans sind Einwanderer aus Lateinamerika. Fußball hat die Kraft, alle Menschen zusammenzubringen. Das ist cool. Es ist super zu sehen, wie die Bewegung zu einer Macht wird. Es ist der globalste Sport der Welt und jeder hier freut sich auf die Weltmeisterschaft 2026. Du kannst Fußball benutzen, um Dinge öffentlich zu machen, die dir wichtig sind. Zum Beispiel die LGBTQ-Rechte und viele Sachen mehr. Fußball in den USA entwickelt sich. Ein progressives Gegenstück zu den amerikanischen Kernsportarten? Ich glaube, Fußball entwickelt sich zu Mainstream-Sport in den USA. Welchen Weg geht der Sport? 3,5 Jahre vor der WM in den USA, Kanada und Mexiko. Mit der Weltmeisterschaft wird der Hype im Fußball ein ganz anderes Level erreichen. Wie fühlt sich Fankultur an? Und wie steht es um den Nachwuchs? Wir haben sehr viele Hispanics, alle aus Kulturen, wo der Fußball dominant war. Und das macht sich demografisch sukzessive bemerkbar. Und welchen Weg hat der Frauenfußball eingeschlagen, für den Amerika generell schon bekannt ist? Frauenfußball ist gekommen, um zu bleiben. Unmittelbar vor dem Männerligaspiel in Philadelphia landet ein ehemaliger Soldat mit dem Fallschirm auf dem Platz. Und Soldaten singen die Hymne. Begleitet von gut 18.000 Anhängern. Mehr als 10.000 von ihnen haben eine Dauerkarte. Vor 5 Jahren waren es nur knapp die Hälfte. Mit Fabian Herbers geht ein deutscher Spieler in Richtung der Bank von Chicago. Eingewechselt wird er an diesem Abend nicht. Im Fokus stattdessen einer der neuen Superstars der Liga, Jerdan Shaqiri, 30 Jahre alt, spielte für Bayern, Inter Mailand und Liverpool, hat mehr als 100 Länderspiele für die Schweiz absolviert. Das Spiel gewinnt aber Philadelphia 4:1. Auffällig, der zwischenzeitliche Anschlusstreffer für die Gäste ist nicht zu hören. Es gibt keine Gästefans. Die Entfernungen in der Liga mit 28 Teams in der Regel zu weit. Superstar Shaqiri betont, dass er nicht nur aufgrund des hohen Millionengehalts nach Amerika gewechselt ist. Ich glaube, man sieht auch, wie viele Spieler, junge Spieler auch mittlerweile in die Liga kommen und die Liga aufmischen und auch verbessern. Fußball, Soccer in Amerika. Das klingt noch immer exotisch. Dabei ist das kuriose Penalty-Shootout, bei dem Spieler aus 35 Yards aufs Tor zurannten, statt 11 Meter zu schießen, seit mehr als 20 Jahren Geschichte. Ebenso lang ist es her, dass Lothar Matthäus mit fast 40 nach Amerika wechselte. Seitdem ist viel passiert im US-Fußball. Man sieht auch, dass die Amerikaner natürlich auch viele Clubs in Europa kaufen mittlerweile. Und man sieht, dass die Zusammenarbeit auch mit Europa immer mehr ist. Und viele Amerikaner wechseln auch mittlerweile von der MLS nach Europa. Das heißt, auch die Jugend, die macht nicht so schlechte Arbeit. Der US-Einfluss auf die alte Fußballwelt und Expertise aus Europa in Amerika. Dafür steht zum Beispiel Ernst Tanner. Er hat die Nachwuchsakademien von Hoffenheim und den Red Bull Clubs mit aufgebaut. Seit 2018 ist er Sportdirektor von Philadelphia Union. Es ist technisch auf sehr ansprechendem Niveau. Es ist auch physisch gut. Ich kann ja das ganz gut ablesen an den läuferischen Daten und kann das auch vergleichen mit meinen Erfahrungswerten, die ich aus Europa habe. Es ist natürlich auch so, dass mittlerweile nicht nur aus Südamerika gute Spieler rüberkommen, sondern auch aus Europa und nicht immer nur die alten Ausrangierten, wie man so schön sagt. Wir haben hier mittlerweile schon ein hohes Zweitliganiveau, würde ich sagen. Philadelphia Union setzt vor allem auf erfolgreiche Nachwuchsarbeit.
Der Kraftraum in der Fußballschule ist hochmodern. Ein Drittel der Profimannschaft von Philadelphia stammt aus der eigenen Akademie. Ein ungewöhnlich hoher Wert in den USA. Ernst Tanner versucht, die Spieler nicht wie eigentlich üblich nach der Ausbildung aufs College zu schicken, sondern direkt zu behalten. Das US-System mit Universitätssport und Draft. Für Funktionäre aus Europa oft ein Kulturkampf. Das ist auch das Problem hier. Das ist auch etwas, was die Leute hier lernen müssen. Die wichtigsten Jahre im Übergang zum Erwachsenenfußball kann ich eigentlich nicht im College verbringen, wenn ich ein guter Spieler werden will und umso wichtiger den Sprung nach Europa schaffen möchte. Und das haben die Jugendlichen hier auch erkannt mittlerweile. So die Guten, die wollen nicht aufs College. Die wollen hier so schnell es geht in der MLS Fuß fassen. Wie in den anderen US-Sportarten werden beim Draft im Frühjahr die besten Spieler aus den Colleges von Profiteams ausgewählt. Das passt für die meisten Europäer nicht mit guter Fußballausbildung zusammen. 4 Jahre mit weniger Training und Spielen, im wichtigen Alter zwischen 18 und 22. Der Blick nach Bridgeview, einem Vorort von Chicago. Für einen Spieler von Chicago Fire war genau dieses Sportsystem ein großes Glück, Fabian Herbers. Ausgebildet bei Twente Enschede, spielte er mit 20 nur noch in der Oberliga. Dann ging er zum Studium in die USA. Und plötzlich lebte der Traum von der Profikarriere. Ironischerweise hatte ich den schon aufgegeben, weil ich mir damals dann gedacht hatte, nach der Oberliga wird es dann wahrscheinlich auch schwierig, dann noch Profi zu werden, und bin dann nach Amerika gegangen in dem Glauben, dass ich einfach ein bisschen Spaß haben will am College, dass ich studieren will und weiterhin Spaß am Fußball haben will und dass ich ein bisschen kicken will, dass es wirklich mal in die MLS schaffen könnte. Damit habe ich eigentlich auch nicht gerechnet. Für Chicago Fire hat Herbers mehr als 70 Erstligaspiele absolviert, stand mit Bastian Schweinsteiger auf dem Platz oder jetzt mit Jerdan Shaqiri. In Atlanta haben wir vor 50.000, 60.000 Zuschauer gespielt, was ich mir so in Deutschland auch nicht erträumt hatte damals, als ich in der Oberliga gekickt hatte. Und die Fankultur wächst halt immer. Man supportet die Mannschaft, aber wenn man dann verliert, ist halt nicht so viel Druck da, einfach auch, weil auch die Gefahr der Existenz des Clubs nicht in Frage steht, weil man halt nicht absteigen kann. Der nächste Punkt in diesem System, an das sich viele Europäer erstmal gewöhnen müssen. Die Besitzer der Teams treffen die wichtigen Entscheidungen. Es gibt zwar eine weitere kleinere Liga und eine Nachwuchsrunde, aber wie gesagt, keinen Auf- oder Abstieg aus der MLS. Sebastian Pelzer ist der technische Direktor von Chicago Fire. Der Pfälzer spielte unter anderem 118 Mal für Hansa Rostock. Er fährt vom Trainingsgelände in Bridgeview rund 20 Kilometer Richtung Innenstadt. Über den Dächern Chicagos hat der Eigentümer des Vereins, der Investmentmanager und Milliardär Joe Mansueto, eine gigantische neue Bürofläche bauen lassen. Die hier, wenn Sie konfrontiert werden mit unserem europäischen Wissen zum Sport, mit Abstieg und Aufstieg, dann hört man vielleicht auch vom Investor oder vom Besitzer, dass er sagt, was ist mit meinem Investment dann? Ich bezahle ja dafür, dass ich dort bin. Ich glaube, das ist einfach so ein traditioneller Unterschied und du kannst nicht 1:1 übertragen. Grundsätzlich muss ich sagen, dass die Parität in dieser Liga oftmals gegeben ist, dass es oftmals nur Nuancen sind, die Spiele entscheiden. Das liegt auch am Salary Cap. In den USA gibt es eine Gehaltsobergrenze. Alle Spieler im Kader dürfen zusammen maximal 5 Millionen Euro verdienen. 3 Spieler kann ein Team von dieser Regel befreien lassen. So können einzelne Stars wie Shaqiri mit viel Geld gelockt werden. Das heißt, du hast nicht alle Spieler von gleicher Qualität. Du kannst für einige Spieler nur gewisse Summen ausgeben. Und somit bist du auch ein Stück weit davon abhängig, wer letztlich in deinem Kader auf dem Platz steht und wie diese Zusammenstellung miteinander harmoniert. Und somit ergeben sich viele Szenen, die man manchmal sich nicht so erklären kann, aber dieses Spiel hier drüben sehr spannend macht. So eine Geschäftsstelle wie Chicago Fire haben nur wenige Champions League-Clubs. Rund 300 Angestellte. Neben dem MLS-Franchise gehört dem Eigentümer auch ein Verein in der Schweiz, dessen Geschicke ebenfalls von hier aus gelenkt werden. US-Fußball und Europa. Immer mehr Verbindungen auf immer mehr Ebenen. Doch Amerika hat seine ganz eigenen Probleme.
Denken. Es gibt hier sehr krasse Widersprüche zwischen Arm und Reich. Es gibt hier durchaus soziale Themen mit unglaublich viel Immigration. Es gibt hier auch Bildungsthemen. Ja, Bildung ist nicht für jeden zugänglich. Aber der Fußball ist als Sportart auch für jedermann zu spielen, weil man nicht viel braucht dazu. Der Dienst an der Gemeinschaft spielt eine große Rolle, auch im Fußball. Vor allem Spielerinnen positionieren sich öffentlich als Kämpferinnen für politische und soziale Veränderung. Von 2019 bis Februar 2022 stritt die US-Nationalmannschaft um Megan Rapinoe gegen den eigenen Verband, auch vor Gericht. Money, 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 money. Dann die Einigung. Das Frauenteam bekommt die gleichen Prämien wie die Männermannschaft. Equal Pay. Ein Beispiel, das im Laufe des Jahres auch in zahlreichen europäischen Verbänden Schule gemacht hat. Vanessa Di Bernardo ist Kapitänin von Chicagos Frauenteam, den Red Stars. Die Nationalmannschaft hat sehr dafür gekämpft. Sie haben es verdient. Sie spielen genauso viele Spiele und sind sehr erfolgreich. Dafür sollten sie belohnt werden. Der Kampf dafür auf der Nationalteam-Ebene ist toll zu sehen. Hoffentlich kommt das irgendwann auch auf dem Vereinslevel an. Denn was für die Nationalmannschaft gilt, zählt für die breite Masse noch nicht. Die Frauenliga hat derzeit nur 12 Teams. Vor wenigen Jahren waren es 8. Die wachsende MLS nimmt Zuschauer. Viele prominente Investorinnen, aber kein Raketenwachstum wie bei den Männern. Spieltag von den Red Stars. Vor dem Stadion keine Militärfahrzeuge, keine Verkaufsstände. Tailgating, das große Grillen auf dem Parkplatz wie beim Football. Rund 3 Stunden vor Anpfiff. Es ist wichtig für Frauen, die hier aufwachsen. Wir unterstützen sie. Ich glaube, Fußball ist ein wichtiger Teil im Leben der meisten Menschen. Aber hier noch nicht so sehr wie andere Sportarten. Im Stadion Kim Vander Moffett, eine der Eigentümerinnen der Red Stars. Warum gibt sie viel Geld für Frauenfußball aus? Ich bin Investorin in diesen Club und in diese Liga. Ich glaube, alles geht aufwärts. Schaut auf die Demografie der amerikanischen Gesellschaft, die vielen Latinos und ihr Interesse am Fußball, sowohl daran zu spielen, als auch es anzuschauen. Je mehr Frauen spielen, desto höherklassiger wird es. Ich sehe einen Wachstumskreislauf, durch den immer mehr Menschen auf den Fußball gucken. Ihre Rechnung könnte aufgehen. Zum Heimspiel der Red Stars gegen New Jersey kommen 7000 Fans ins Stadion außerhalb der Stadt. Ähnlich bunt, ähnlich begeistert wie bei der Männerpartie in Philadelphia. Sport in den USA ist seit der Regierungszeit von Donald Trump viel politischer geworden. Und gerade das kann auch Investoren gefallen. Sie haben entschieden, als eine Gruppe dafür einzustehen, Einfluss zu nehmen auf die Probleme, die es gibt. Jetzt finden diese Diskussionen überall auf der Welt statt, auch in Europa, wegen Ihnen. Darauf bin ich wirklich stolz. Das Spiel ist gut, trotz des mäßigen Wetters. Chicago gewinnt 2-0. Lautstark unterstützt von leidenschaftlichen Fans. Es ist großartig, ein Fan von einem Team zu sein, das eine klare Meinung hat. Zu Rassismus, zu Equal Pay oder zur gleichgeschlechtlichen Ehe. Diese Athletinnen haben eine Plattform, die sie nutzen. Sie sorgen dafür, dass das Stadion ein inklusiver Ort für jeden Menschen ist. Wegen dieses Gesamtpakets bin ich Fan. Sport ist immer politisch. So wie die kommende, viel kritisierte Weltmeisterschaft in Katar. Und sicher auch die danach, die 2026 in Nordamerika und Mexiko stattfindet. Ein Spielort ist dann auch Philadelphia. Die WM kann mit dem neudeutschen Wort das Ganze boostern.
Aber die Entwicklung ist schon da. Und die Vorfreude auf die WM ist ohnehin schon riesig. Gerade hier in Philadelphia. Wir haben nicht unbedingt damit gerechnet, dass wir sie hierher kriegen. Aber von allem, was ich gehört habe, war die FIFA einfach begeistert vom Standort und auch von der Euphorie, die hier gerade vorherrscht. Die Begeisterung für Fußball wird immer größer. Ich habe es in den Nachrichten gesehen. Philly ist eine der WM-Städte. Ich habe mich so gefreut. Die Leidenschaft wächst. Die Gemeinschaft der Fußballfans wächst. Die LGBTQ-Community wächst. Philly und der Verein unterstützen das. Insgesamt, Fußball wächst. Und zwar schnell. Und es gibt keinen Grund zu glauben, dass die Geschwindigkeit dieser Entwicklung in den nächsten Jahren abgebremst wird. Wenn ihr keine Fußball-Highlights mehr verpassen wollt, lasst ein Abo da und schaut mal hier, sind aktuelle Videos, klickt da auch gerne mal rein.